natürlich draußen. Wir sind heute mal wieder im verschneiten Elbsandsteingebirge unterwegs und für uns geht es heute von Schmilka aus zum hinteren Raubschloss. Dabei werden wir wieder einige Felsenwände, unter anderem die Kapellenwände, bewundern. Und zurück geht es dann über den großen Winterberg. Also eigentlich habe ich mich ja gefreut, dass wir heute nicht die heilige Stiege hochkraxeln müssen. Aber es war ja eigentlich abzusehen, dass es trotzdem hochgeht. Und wie es fürs Elbi halt so üblich ist, gibt es mal wieder Treppen. Hier links und rechts ragen die Kapellenwände auf und bilden hier eine echt spektakuläre, coole Schlucht. Schaut mal. Wir starten unsere Tour in Schmilka und folgen dem Wurzelweg bis an den Reitsteig. Der Aufstieg ist nicht ganz so anstrengend wie die heilige Stiege, aber man kommt trotzdem ganz schön ins Schwitzen, selbst bei diesen Temperaturen hier. Wir verlassen jetzt den Wurzelweg, ein ordentlicher, aber wirklich wunderschöner Aufstieg hierher und wechseln jetzt auf den Reitsteig. Es ist heute schon den ganzen Tag so ein bisschen neblig. Ich glaube, mit Aussichten ist heute nicht viel, aber dafür ist die Stimmung richtig cool heute. Historischer Wegweiser. Und hier verlassen wir eben unseren Reitsteig auch wieder. Wir biegen hier nach rechts ab. Das ist der untere Fremdenweg. Er führt uns an zahlreichen tollen Aussichten vorbei und ist auch so ein sehr schöner Wanderweg. Okay, wir mussten durch den Schnee ab und zu mal ein bisschen suchen, aber selbst diese Aussichten hier, die haben sich wirklich gelohnt. Wie weit man hier wohl gucken kann, wenn mal kein Nebel ist? Wir kommen jetzt an einen Aussichtspunkt. Normalerweise hat man hier eine richtig schöne Sicht. Mal gucken, ob wir die auch haben. Der nächste Aussichtsfelsen. Mal gucken, ob man hier ein bisschen mehr sieht. Nee. Wir folgen dem Weg bis zu den Winterbergspitzen und dort geht es in zahlreichen Treppenstufen bergab. Und so wechseln wir vom unteren Fremdenweg auf den Fremdenweg. Hier im Hintergrund von uns sieht man die Winterbergspitzen. Und hier müssen wir jetzt rechts dem roten Punkt folgen Richtung Kuhstall. Also es ist schon eine sehr steile Treppe hier. Im Winter vielleicht gar nicht mal so gut. Wenn man hier ins Rollen gerät, dann gerät man ins Rollen und dann ist man wenigstens schneller unten. Schaut mal, es klart sogar ein bisschen auf. Hier hinten hat man sogar ein bisschen Weitblick. Nächste Station. Kleiner Winterberg bzw. hinteres Raubschloss. Ich bin schon echt sehr gespannt, weil da waren wir auch noch nie. Seht ihr das im Film? Aber das Licht ist gerade irgendwie phänomenal. So ein bisschen gelblich. Aber wir müssen noch ein bisschen kraxeln nach hier oben. Hoffen wir mal, dass es so bleibt. Ja, und den Aufstieg zum hinteren Raubschloss, den haben wir wahrscheinlich etwas unterschätzt. Teilweise waren die Steine überfroren und man hat keinen wirklichen Tritt gefunden. Aber der Ausblick von oben, der lohnt sich wirklich.
Schaut mal, so eine richtige kleine Höhle hier. Und hier müssen wir noch hoch. Nichts für schwache Nerven. Der Schnee macht's nicht besser. Und warum heißt das Ganze jetzt Hinteres Raubschloss? Naja, um 1300 muss sich hier eine Burg drin befunden haben. Viel über die Anlage ist allerdings nicht bekannt und um 1450 war das Ganze schon wieder eine Ruine. Also Leute, ich muss sagen, mir zittern gerade ein bisschen die Knie. Also das Ding hier ist echt nicht so ganz ohne. Und ich habe ein bisschen Bammel vor dem Abstieg. Leute, wir haben es geschafft. Ey, mir zittern noch ein bisschen die Knie, ehrlich gesagt. Aber der Ausblick lohnt sich echt. Schaut mal. So Leute, wir leben noch, wenn auch nur gerade so. Jetzt geht's Richtung Rückweg. Aber es ist ja eine Runde und deswegen gehen wir natürlich nicht den gleichen Weg zurück. Uns erwartet noch eine schöne Aussicht und ich hoffe, dort hat man wirklich eine schöne Aussicht. Denn das Wetter zieht sich wieder ein bisschen zu. Ja, Leute, Planänderung. Dieser Weg ist zurzeit nicht begehbar. Wir suchen jetzt einen anderen Weg. So, Ausweichroute über den Quänengrund. Mal gucken, ob das jetzt was wird. Wenn nicht, dann muss ich ehrlich sagen, will ich auch nicht ganz weiter hier. Vom Winterberg aus hieß es dadurch ein bisschen zurücklaufen Richtung Quänengrund, aber diese Ausweichroute hat sich als passend erwiesen. Leute, es geht gerade die ganze Zeit nur bergauf und ich glaube, diesen Umweg, den hätten wir uns echt sparen können. Uns sind jetzt schon auch von dem Weg zwei Gruppen entgegengekommen. Wir haben erstens mal dadurch einiges an Zeit verloren und zweitens mal haben wir dadurch einiges mehr an Strecke gemacht. Naja, was soll's. Hier unten im Tal war der Schnee wirklich schwer und es herrschte Tauwetter. Doch je höher wir kamen, desto mehr hielt der Winter auch wieder richtig Einzug. Tja, und ihr könnt euch vorstellen, was auf dem großen Winterberg los war. Auf dem kleinen Winterberg waren wir ja heute schon. Jetzt fehlt noch der große Winterberg. Aber ich kann euch jetzt schon sagen, so spektakulär ist der nicht. Denn man hat dort nicht wirklich eine Aussicht. Aber der Berg macht auf jeden Fall dem Namen alle Ehre. Die Winterlandschaft hier ist der Hammer. Voll der Whiteout hier. Aber ich glaube, hier vorne sehe ich schon die Hütte. Das heißt, wir sind gleich oben. Erhofft euch nicht zu viel, nicht nur wegen der Zeit. Werden wir einfach nur vorbeigehen am Winterberg. Man sieht hier einfach nichts. Und selbst wenn, wir haben einfach den übelsten Nebel hier. Zur Kipphorn-Aussicht 3 Minuten muss man einen kleinen Abstecher machen. Wir gehen da jetzt trotzdem mal hin, in der Hoffnung, dass man vielleicht trotzdem irgendwas sieht. Ja, also normalerweise hat man hier einen richtig schönen Blick ins Elbtal. Aber es soll heute einfach nicht sein. Wir hoffen natürlich, euch hat das Video trotzdem gefallen. Und wenn ja, dann lasst gerne ein Like da, denn damit könnt ihr uns wirklich helfen. Und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, dann lasst doch gerne ein Abo da. Denn so verpasst ihr auch in Zukunft kein Video mehr. Die Wanderung auf Komoot verlinken wir euch in der Videobeschreibung.
Ja, Leute, der Nebel hat sich verflogen. Zumindest ist hier unten kein Nebel mehr. Denn wir sind gleich zurück in Schmilka. Ab der Kipphorn-Aussicht ist halt einfach nicht mehr viel passiert, was man filmen könnte. Ja, und deswegen mache ich jetzt mal Schluss mit dem Video. Also, macht's besser. Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr hier oben den großen Panoramaweg sehen, auch im Elbsandsteingebirge. Und hier unten verlinken wir euch auch noch ein Wintervideo. Und wir sehen uns natürlich draußen.